So. Und weitergeprügelt in Yakuza. Da steht's auch. 3. Das steht nicht da. Wir hauen Kojima. Er heißt übrigens Kojima, der Typ hier. Jetzt nicht mehr. Kojima braucht erstmal einen Besuch beim Zahnarzt. Ich meine, ich brauche mal auch einen Zahnarzt hin. Ah! Zahnarzt haben die ganz schrecklich. Was das wieder kostet. Takai. Keuke. Und dies und das und jenes und dies und das und tot. Ich glaube nicht, Steff. Es tut mir so leid, das ist alles mein Erbe. Taurina Maximum. So. Bin ich mal gespannt, was das vorne für eine Quest ist. Das ist ein Typ mit Hut und Regenjacke. Kennen wir ihn? Moin. Oh, ein schattiger Verkäufer. Hey Kumpel, bist du vielleicht interessiert in... Na, schau einfach mal an. Das ist alles, worum ich dich bitte. Was? Ich hab's nicht hier, aber folg mir doch einfach, okay? Ja, es ist zum Glück überhaupt nicht verdächtig. Schau's dir an. Ein Markennametasche. Diese ganzen Hostessen lieben ihre Babys. 70.000 Yen im Shop, aber ich kann dir einen echten Deal machen für... Nun, wär's mit 50.000? Ich werde es in Betracht ziehen. Warum verkaufst du es überhaupt hier? Oh, du weißt schon, ich hatte mal meinen eigenen Laden, aber das ist... Dann schiefen die Geschäfte nicht so gut und naja, das ist... Ich habe noch einige Schulden, die ich zurückzahlen muss, also muss ich irgendwie Geld machen. Aber wenn du versuchst, deine Waren zu einem Großhändler zu verkaufen, dann geht der Preis ganz schnell runter und jedes bisschen hilft. Ich sehe, was du meinst. Also hör zu, ich brauche diese 50.000 Yen wirklich. Nein, 40.000 Yen, die Tasche ist deins. Du wirst mir wirklich helfen. Die ist wahrscheinlich gefälscht oder geklaut. Aber die Frage ist, wie kriegen wir jetzt die Quest dazu weiterzugehen? Ich verhandle mal. Ich könnte vielleicht interessiert sein, wenn du noch mit dem Preis ein bisschen runtergehst. Ist dein Ernst? Die Tasche ist 70.000 Yen wert und ich bin bereits auf 40.000 runtergegangen. Es ist fast kein Profit übrig. Tja, da muss ich für jemand anders fragen. Schau, 38.000 Yen, das ist mein letztes Angebot. Da musst du auch noch ein bisschen runtergehen, mein Mann. Mann, du bringst mich hier um. Na gut, ich hab dir aber erzählt, das ist mein letztes Angebot. Nun, dann viel Spaß damit, das jemand anders verkauft. 37.000 Yen, das Kiefer geht's nicht. ich könnte sie kaufen, wenn du den Preis noch ein bisschen runtergehst. Hey, ich hab dir gesagt, kein Yen weniger und ich meine das. Ich muss ja auch irgendwie leben, oder? Weißt du? Na denn, viel Spaß. Ach, na gut, 36.000. Nimm es oder geh. Okay, wir nehmen das Ding mal. Okay, hier, 36.000 Yen. Du hast dir das Geld übergeben und hast die Tasche gekriegt. Vielen Dank. Vertraue mir, keine... Frau kann, keine lebende Frau kann ein Geschenk wie diesen hier widerstehen. Du hast dir hier einen wirklichen Gewinn gemacht. Okay, Kumpel, lass uns sehen. Tschüss. Hey. So, mal sehen, wie die Handtasche jetzt geklaut wurde. Nani? Achso, das war ein bisschen gut. Also ich würde auf Diebesgut anstatt Fälschung tippen, würde ich sagen. Ja, ich glaube halt, dass mein Dark Souls-Problem nicht so einfach zu lösen ist. Oh, der hat einen Elektroschocker. Das ist, glaube ich, nichts, wo du irgendjemand fragen kannst. Und das Problem ist, dass der Schwabe in Thailand auch nicht mehr weiß als ich. Also zumindest in der Hinsicht, meine ich. Ansonsten weiß er wahrscheinlich in jeder Hinsicht mehr als ich. Das ist immer das Problem an solchen Geschichten. Das ist wie wenn dir dein Rechner anzeigt, bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Und denkst du so, ja, nice, das bin ich. Und du? Und jetzt? Oder rufen sie ihren Administrator an? Hallo? Das Problem bei Dark Souls ist, bei Dark Souls 2 Koop ist, naja, so, sowohl Wild als auch ich sehen Zeichen auf dem Boden. Und gestern Abend haben wir sogar zwischendurch mal die Leichenzeichen gesehen. Also wir haben die gleichen Leute gesehen, die auf dem Boden waren. Und wir können doch beide in eine andere Welt beschworen werden. Und wir können noch andere Leute beschwören. Aber wir sehen uns gegenseitig nicht. Und auch nicht mit diesem komischen Namensring. Und ich habe dann zwischendurch mal geguckt, es gibt noch so ein, wenn du zu alt F4 ist, gibt es noch so ein, musst du noch, gibt's noch so einen Knochen, den du platzen lassen kannst, um dein Vertrauen wiederherzustellen. Das ist aber auch nicht, wir können den beiden nicht benutzen. Und das einzige Indiz, was wir vielleicht hätten, ist, dass Wills Skull of the First Sin Key bei einem günstigen Keymailer gekauft wurde. Und da stand halt beim Registrieren stand da dran Skull of the First Sin Asia.
Aber das kannst du eigentlich auch nicht sehen, weil er sieht halt auch irgendwelche westlichen Namen. Ich wurde gestern von irgendeinem Schuh an beschworen. Also, das ist es auch nicht. Das ist nicht persönliches, aber es tut mir so leid, weil ich habe noch ein Dings gekriegt. Selbst Covenant auch noch? Ja. Das ist ja das. Wir haben schon. Das ist also so die üblichen Variablen haben wir schon alle rausgebracht. So. Passiert das hier noch irgendwas oder habe ich jetzt einfach nur eine dumme Tasche gekauft? Aber ist die einfach gefälscht? Moment, Items? Platinum Bag. Ein Ausverkaufsgegenstand von irgendeinem Typen auf der Straße von Camarocho gekauft. Ich suche jetzt halt irgendeine Frau, die ihre Tasche vermisst oder so. Ha. Da ist ein Finger weg vom Keyseller. Ich glaube nicht, dass es an, ich glaube nicht, dass es an Steam liegt. Oh, ist das nicht die Frau, die wir schon kennen? Nein, ist sie nicht, aber sie sieht genauso aus. Diesen langen blauen Rock. Was ist er denn? Er rennt mir hinterher, aber er will nichts von mir. Na gut. Da unten ist übrigens auch noch ein Safe Point. Den hätte ich vielleicht mal vorhin nehmen sollen. Okay, wir haben nicht mehr so viele Nebenquests. Die sind jetzt alle nur noch vor dem Kino. Dann müssen wir wohl da hin. Warte, wo ist denn hier der nächste Pornshop? Das würde ich ja gerne noch... Da meine ich nicht Pornshop, sondern... Warte mal, ich kann ja mal zum Le Marché gehen. Das ist glaube ich, der Luxuswarenladen. Die können mir doch bestimmt die Authentizität meiner Tasche bestätigen, oder auch nicht. Ne, es ist kein China-Key. Ich glaube, in China gibt es eh kein Steam. Meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein Asia-Key, also Korea, Japan, Dingsbums. Nicht China-China. Aber es ist, glaube ich, egal. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so ein Cross-Region-Ding ist. So kann ich nicht. Suchst du noch was Spezielles? Okay, gut. Eine Monogrammtasche. Übrigens, Fun Fact dazu, warum so viele Markenklamotten diese Markensymbole auf sich drauf haben, ist die, du kannst keine Modedesigns, also für so Handtaschen und so, kannst du nicht patentieren lassen oder markenrechtlich schützen lassen. Also du kannst jetzt nicht so eine typische, weiß nicht, Chanel-Handtasche, du kannst nicht das Design selber oder nur, wenn es sehr distinktiv ist, schützen lassen, sondern halt nur das Aussehen an sich. Aber wenn halt die Markenzeichen drauf sind, kann das halt nicht so leicht gefälscht werden. Okay, gut, das ist British Woman's Code. Luxury Women's Woman von Britain, a gift like this for McAny Girls Day. Ja, ist überhaupt nicht teuer, ne? Okay, gut, hier kann ich meine die Taschen nicht mehr. Okay. Ich habe immer das Gefühl, dass teilweise diese Nebenquests, wenn man welche Gegenstände verkauft werden, wie zum Beispiel mit diesen Glücksstein, dass das Quests sind, die nur zeigen wollen, dass das eine Welt ist, in der du auch beschissen wirst. Und dass du einfach abgezockt wirst und dass irgendwelche weiteren... da kommt einfach nichts mehr in der Richtung. Also das war's jetzt gewesen. Die Quest ist abgeschlossen. Da kommt nichts mehr. Okay, warte mal. Wenn ich ganz nach Norden laufe und ringsherum, dann könnte ich über meine Hauptquest ringsherum latschen. Okay, machen wir das so. Das China Steam ist halt nicht geschlossen. Ja gut, dann würde aber der hätte das Key nicht registriert. Ach meine Güte. Vor allem mit seinem Bärchenpullover. Weißt du? Er kommt mit seinem Bärchenpullover und seiner komischen Hakennase hier an und sagt, hey, der Gesicht gefällt mir nicht. Ich meine, wer ist er? Anscheinend Mitsugushi übrigens, falls irgendjemand interessiert hat. Boah. Er hat einen Golfschläger, aber den könnte ich für die nächste Golfsession sehr gut gebrauchen. Gib ihn mal her, Bursche. Ogawa heißt er übrigens. Hier, gib doch mal den Golfschläger. Ah, ist nur ein günstiges Mörner-Eisen. Das ist, glaube ich, nicht gut zu gebrauchen. Wer ist er denn noch? Hast du das Schild weg, du Kuh? Was haben wir hier Schönes? Oh, eine Flasche. Das war kein Kunstglas. Das war der hier. Ah, ich habe noch eine Broken Beer Bottle. Und ich dachte, du brauchst Hilfe bei dem Bossen. Ja, ist auch ganz witzig. Ich habe mich gestern beim... Oh, 10.000 Yen. Das ersetzt schon fast die Handtasche. Noch drei so eine Typen und wir haben's. Ich habe mich gestern schon aufgeregt, nur wo ich in den Riesenwald gelaufen bin, ne? Bei... Was ist das hier? Was ist das? Das ist eine Bikini-Bar. Nur 3.000 Yen. Okay, wir gehen in eine Bikini-Bar. Warum nicht? Den Text da vorlesen. Das sind da tauchen bei Wild immer diese Hilfenachrichten auf. Was? Club Asia ist das übrigens. Ich zeig dir den Sitz. Okay, jetzt gucken wir uns eine Bikini-Bahn.
Was? Dieser Sitz ist zu weit an der Seite. Was ist denn das bitte schon für ein Bikini? Kann ich jetzt Bilder machen? Nee. Was ist denn das bitte schon eigentlich für ein Bikini? Ich meine, das Oberteil ist schon ziemlich viel Stoff. Und das andere Ding ist aber eher eine Hotpants, oder? Also ich weiß nicht, ich bin von dieser Bikini-Bar sehr enttäuscht. Nein, nein, nein. Wenn sie wüssten, coole Pole-Dance-Moves hinlegen würde, ne? Ja, wow. Wow. Übrigens nicht mal das ist beeindruckend, dieses Drehen, weil die Stangen drehen sich selber. Also du musst dich nur festhalten, du drehst dich mit. Ja, okay, wow. Ja, so ein scheiß Sitz. Ja, okay, das ist die zweite Unterrichtsstunde. Kommt da noch was? Okay, das ist besser. Das ist der Punkt, wo ich beim Pole Dance ausgestiegen bin. Es tut mega weh in den Beinen. Ich könnte es nicht. Ja, gut, das ist jetzt körperlich tatsächlich wieder, glaube ich, halbwegs beeindruckend. Das war's jetzt wahrscheinlich, oder? Okay, also wenn du die Pole Dance Basic Course 1 bis 3 überstanden hast, kannst du also in der Bikini Bar arbeiten. Möchtest du gehen? Ja, möchte ich. Wo war ich gerade? Ach ja, genau, ich habe mich... Oh, hier liegt ein Schlüssel. Gut, dass wir hergekommen sind in die Bikini Bar. Nummer 11. Ich hatte gestern... Wir sind ja nur in Weide Riesen gelaufen, um da den Soapstone abzuholen in Dark Souls. Und das hat mich schon aufgeregt. Wo geht denn jetzt hier raus? Ah ja. Okay. Und da war ich schon wieder ein bisschen erregt. Das... Aber nicht in dem Sinne, mit das ist so geil hier, sondern eher, dass ich mich aufgeregt habe. Größtenteils, weil ich habe mir ja neulich meinen eigenen Dark Souls 2 One angeguckt, wie ich ihn damals geleistet habe, wo ich mit Großschwertern gespielt habe. Richtig off-topic hier gerade. Aber hey, das Dark Souls ist ein japanisches Spiel, das passt schon rein. Und ich habe mir so im Nachhinein gedacht, das mit den Großschwertern damals war vielleicht nicht die beste Idee. Und ich habe ja gestern mit Dolche angefangen. Und das ging tatsächlich gut, aber trotzdem... Oh, meine Güte. Dass die Leute mich treffen, wenn ich rolle, hat mich doch schon ein bisschen aufgeregt. Ich hätte gerne mehr Iframes. Hallo, Yakuza. Ich hoffe, der gibt mir Geld am Ende. Ich bräuchte noch so... Oh. Macht das einen Unterschied, wo man trifft? Ich bräuchte noch 26... Warum liegt der auf dem Boden? Was hat er denn Angst? Ich bräuchte noch 26.000 Yen. Wow. 26.000 Yen. Ich werde es nicht wieder tun. Das sollte ja dann, naja, ich habe ein Platin. Wie viel von diesen dummen Platinnageln haben wir jetzt? Ach, von denen habe ich vorhin gekriegt, bevor mir das Spiel abgestürzt ist. Also habe ich jetzt tatsächlich wieder den gleichen Platin. Ne, letztes Mal war es ein gestohlener Platinnagel. Diesmal ist er nicht gestohlen. Jetzt muss ich echt in so einen dummen Hostess-Club latschen, um diese Handtasche zu verschenken. Das ist ja schrecklich. Naja, machen wir das mal bei den Dingen halt. Quest, da vorne ist einer. Quest. Ich überlege gerade, ob ich jetzt eine langwierige Geschichte erzähle, wo Quest nachher kommt oder ich das einfach so lasse. Oh, was ist? Ich lasse es. Was ist hier vorne los? Das sieht schon wieder nach der Jugend aus, die einen armen Taxifahrer terrorisieren. Nein! Beziehungsweise, das ist, glaube ich, keine Jugend. Das sind wieder besoffene Businessleute, oder? Bitte hören Sie auf! Kommen Sie da runter, mein Herr! Niemand kann mich runterbinden! Hast du das verstanden? Niemand und nicht irgendwie. Schau, wenn du das... Wenn du dich nicht anschnallst, gibt die Polizei mir die Schuld. Ah, du willst mich festbinden, Isat? Was? Isat it? Tja, zu schlecht. Du kannst nicht. Ich nehme jetzt hier meinen Schlips ab. Hört, hört. Du hast es gesagt, Kumpel. Du hast meine Stimme. Ha, das ist ein Taxifahrt. der Typ steht so da. Und du fragst aber... Meister, ich bräuchte eigentlich mal eine Taxifahrt. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich habe eine Anekdote aus dem Leben zu reden, wo ich mit Meister rede. Das passt jetzt überhaupt nicht rein, aber ich wollte gestern Eis essen. Ich war in einer Eisbar und ich war mit dem Eisbären da. Also meiner Freundin. Und wir haben ein Eis bestellt und ich sag so, Meister, zwei Waffeln, eine Haselnuss, die andere Sauerkirsch. Er unterhält sich mit seinem Kumpel, der irgendwie auch daneben stand. Frag mich nochmal, was war wieder? Haselnuss und Sauerkirsch.
Er geht weg, kommt zurück mit einer Waffel, wo Hasen und Sauerkirsch drauf sind. Er will mir jetzt schon hin, so, Meister, ich hab gesagt, 2 Waffeln. Ich hab's ein bisschen höflich gesagt von der Formulierung. Er guckt mir an, holt eine Waffel und dockt die irgendwie auf die Sauerkirschkugel oben hoch, bricht die Waffel ab, dann holt er noch eine, versucht das und willst mir die Hände trennen. Und jetzt die große Frage, wie hättet ihr reagiert? Der Eisbär ist dann, hat er gesagt, komm Schatz, wir gehen. Ich war noch am überlegen, ich habe mir überlegt, ich hätte glaube ich abgewartet, hätte ja nie gewartet, bis er mir das hätte hingerechnet, hätte ich gesagt, mach eine neue. Umdrehen und gehen. Ich hätte einen Lachanfall bekommen. Ja, das Ding ist, war relativ laut, den längeren Vorträge zu halten, wäre schwierig geworden, aber ich hätte halt verlangt, dass er, kann ja passieren, dass man es verhört. Ich meine, er hat sich mit seinem Kumpel unterhalten, war unprofessionell, ist halt eine Aushilfe, ne, was erwartest du? Ist halt im Sommer, da rennen 6 oder 7 Leute in einem Tresen hinter und machen da nur diesen Walkthrough-Stand, weil es ist eigentlich ein Eiscafé und die richtigen Leute arbeiten da natürlich im Kaffeebetrieb und machen die richtigen Eisbecher und er reicht halt nur Eiskugeln raus, okay. Aber hätte halt sagen müssen, ja, okay, dann stellt er zur Seite und wirft das weg, ist mir, aber gibt's da einen Kumpel, der hat vorher schon Eisbecher von ihm gekriegt und gut ist, er macht neu, aber dieses, vor allem, er hat mit seinen Pfoten da reingekrabbelt, ohne Handschuhe, ohne alles, also mit Handschuhe hätte ich eigentlich nicht angenommen, ist real. Das, was der Eisbär sagt, Kopfschatzinsel, wir gehen. Ja, war halt hart lächerlich. Ich wollte, er hat aber Bock auf Eis, das war das Problem. Naja, auf jeden Fall, long story short, wir haben den Tag dann kein Eis mehr gegessen. So, ich frage mal, was hier los ist. Herr guter Taxifahrer, was ist hier los? Oh, diese Leute wollen sich nicht setzen und sich mit ihren Gurten anschneiden. Ist das jetzt ein Gesetz? Ja. Selbst die hinteren Sitze müssen heutzutage sich anschneiden. Ein freiheitsliebender Besoffener. Gurte sind nur die Spitze des Eisberges. Nichts kann mich runterhalten. Nichts. Ich werde so nie Geld verdienen. Können Sie nicht irgendwas darüber tun? Na denn? Tja. Hey, macht so weiter und ich werde mich um euch kümmern, Burschens. Was sagst du da? Du bist noch ein weiterer Typ, der mich versucht hier aufzuhalten. Klingt gut, so mit bloßen Finger begabeltes Milchprodukt. Ja, großartig, oder? Was? Was? I'd rather be tea than tea? Also das ist, glaube ich, irgendein Wortwitz, den ich gerade nicht ganz dechiffrieren kann. Aber das Wort Thai heißt ja anbinden, wie festbinden, wie zum Beispiel, wenn du so ein Pferd festbindest. Und gleichzeitig ist eine Thai auch ein Schlips. Und ich glaube, er macht irgendeinen Wortwitz, aber ich verstehe ihn nicht. Wir haben schon wieder die lustige Musik. Die halten ja gar nichts aus. Okay, warte mal, die halten gar nichts aus, alles klar. Dann wird's Zeit für Overkill! Bams! Was willst du denn hier machen? Fujita, also wirklich. Gib mal das Fahrrad her, dann kannst du eh nicht umgehen. Hier, guck mal. Bams! Der hat auch genug. Was ist die Kio-Taktik? Eine Eisdiele kaputt haben? Das wäre ein bisschen extrem gewesen aufgrund des Fehlers von der Eisdiele. Das entsprechende Eiscafé ist von sehr guter Qualität eigentlich. Ja gut, das war halt irgendwie, der Typ sah halt aus wie kurz aus der Schule raus. Meine Güte, das halte ich nicht vor, aber das ist der Typ selber halt, weil übel der Assi erst mit seinem Kumpel quatschen, denn das nicht auf die. Von ihr hat sich auf die Kette, sie kriegt sich zu merken, 2 Waffeln! Alter, das war ja nicht so, dass ich über die schwere Bestellung gesagt habe mit eine Waffel, eine Kugel, dis und dis, die zweite Waffel, dis und dis und die dritte Kugel, dis und dis. Nein! Ich habe gesagt, 2 Waffeln, 2 Eissorten! Kann nicht so schwer sein. Es ist so die simpelste Bestellung, die ich mir vorstellen kann. Na gut, ich hätte auch sagen können, eine Waffel und einen Becher. Das hätte schwierig gemacht. Okay. Was machst du hier? Ich bin auf einmal wieder sehr nüchtern. Ich glaube, ich muss noch einen kleinen Ort finden, um was zu trinken, bevor ich meinen letzten Zug würde. Ich sollte besser meine Frau anrufen, weißt du? Ich sollte mich vielleicht mit jemandem niederlassen. Vielleicht sich niederzulassen ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, weißt du? Lol. Und sie gehen wieder. Oh. Ja gut, aber ich glaube, meine Angst vor Eis bei der Pandemie ist jetzt eher nicht die besagte Pandemie, sondern eigentlich alle anderen Krankheiten. Vielen, vielen Dank. Du hast mein Geschäft gerettet. Für die Nacht zumindest. Alles klar. Hier ist etwas für deine Mühe. Du hast dann vom Yen gekriegt. Yay. Jetzt fehlen uns noch 6.000 Yen und wir haben die geklaute, / nachgemachte Handtasche wieder refinanziert. So, Judy, das war aber vorher gewesen. Und wir sind am Ende dieses Spiels. Ich weiß übrigens auch nicht, was diese Substory sollte, ne? Weil an sich
wenn da jetzt nichts mehr kommt, verstehe ich nicht so richtig, wofür war das jetzt eine Story? Ich meine, gut, es waren halt irgendwelche besoffen, die hat irgendwelche lustigen Wortwitze gemacht, aber so richtig Dinge passiert sind nicht, oder? Also, what? Ja, wie auch immer. Aber hey, ich habe mal eine Lebensstory vom Eisessen erzählt. Ich hatte gestern kein Eis, das hat mich ein bisschen genervt. Nee, es war Samstag. Never mind, ich habe gelogen, es war Samstag. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Yakuza 3. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder sonst was, wenn man sich jetzt guckt. Tschüss.